Es ist tatsächlich soweit, die ersten Gameplay-Schnipsel aus Age of Empires 4 sind jetzt endlich mal aufgetaucht und das Ganze heute im Rahmen des Age of Empires Fan-Previews. Da wurden auch Sachen zu den Definitive Editions vorgestellt und ein paar, sagen wir mal, Community-Mitglieder irgendwie nochmal ins Rampenlicht gerückt. Und ja, das Ganze ging ungefähr eine halbe Stunde. Das Ganze ist natürlich auf dem Kanal der Betreiber zu finden. Also ich kann euch das ganze Video natürlich verlinken. Ich werde jetzt gleich nur ein paar Auszüge aus dem tatsächlichen Gameplay-Trailer zeigen, auch wenn das nicht 100% das ist, was ich mir unter Gameplay vorstelle, ehrlich gesagt. Aber es ist zumindest aus dem Spiel selber. Und ja, also die ersten Bilder zu Age of Empires 4, wo man wirklich auch mal sieht, wie es im Spiel tatsächlich zugange geht. Also die Sachen, die man vorher gesehen hat, waren ja eher Trailer-Material. Man kann das jetzt hier mal so ein bisschen im Hintergrund quasi abspielen lassen. Wie gesagt, das gesamte Preview, was auch eben andere Sachen enthält, könnt ihr euch nochmal auf dem Kanal von Age of Empires anschauen. Aber das meiste davon war, also sie haben mal mindestens die Hälfte der Zeit ist dafür drauf gedankt, dass sie erzählt haben, was für tolle Entwickler sie sind und dass sie erzählt haben, was für tolle Fans es gäbe und wie sehr sie die Fans lieben. Das war eigentlich so das meiste, was sie getan haben. Aber jetzt sehen wir jetzt hier, wie gesagt, das erste bisschen Gameplay und das wird gebuffert aus irgendwelchen Gründen, aber ist auch nicht schlimm. Ja, also das Age of Empires 4 wird tatsächlich sehr, sehr, sehr nah an Age of Empires 2, wie es aussieht, sein. Also das Gameplay wirkt extrem daran angelehnt. Wir sehen auch hier gerade den Scout, der hier Schäfchen einsammeln geht. Man spielt im Mittelalter, es werden Drop-Off-Points gebaut, also da, wo man seine Ressourcen hinschicken soll. Und irgendwie ändert sich hier die ganze Zeit meine Qualität. Ich glaube, ich muss das mal automatisch hier 1080p stellen, dann wird sich das auch schon geben. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das Gameplay ja selber auch nochmal anschauen. Wir das jetzt noch so ein bisschen als Hintergrund haben. Und ja, also grafisch sehen wir jetzt hier, ist das natürlich sehr, sehr weit weg von dem, was die anderen Spiele haben. Ich finde es ehrlich gesagt nicht besonders hübsch. Also es ist ein bisschen sehr comicartig geraten. Da hätte ich mir eher gewünscht, dass sie sich vielleicht irgendwie versucht hätten, ein bisschen moderneren Stil zu finden und irgendwie auch ja, vielleicht sich ein bisschen schöner aussehen zu lassen. Aber das sind ja auch die ersten Eindrücke. Wir wissen noch nicht, ob es da noch Veränderungen geben wird, ob das noch ein bisschen höher aufpoliert wird oder nicht. Aber es ist nicht so, als ob es nicht gut aussehen würde. Ich finde nur halt zum Beispiel Age of Empires 2 sieht schon mal besser aus und das ist das deutlich ältere Spiel natürlich. Was wir aber sehen können, ist, was sich im Gegensatz zu Age of Empires 2 auf jeden Fall auch ja, direkt erkennen lässt, ist, dass die verschiedenen Fraktionen auch verschiedene Einheitentypen haben, die tatsächlich auch andere Skins haben. Das heißt, ein Schwertkämpfer von den Chinesen wird jetzt nicht mehr so aussehen wie der Schwertkämpfer von den Engländern, sondern wird es klar Unterschiede geben. Und auch in der Architektur scheint es deutliche Unterschiede zu geben. Ja, bisher haben wir nur vier Völker gesehen, soweit ich weiß. Also wir haben das Khanat von Delhi gesehen, wir haben die Mongolen, die Chinesen und die Engländer gesehen. Und wir wissen bereits, dass es eine englische Kampagne geben wird zu der Eroberung der Normannen, also inklusive der Invasion von William dem Bastard, wie man ihn so schön nennt. Und jede Fraktion, und das soll auch ein großer Unterschied zu Age of Empires wohl sein, Age of Empires 2, was wir hier so sehen, ist, dass die Fraktionen sich deutlich stärker voneinander unterscheiden, also mehr so in Richtung Age of Empires 3, also dass wirklich jedes Volk noch sehr, sehr einzigartige Mechaniken dabei hat. Und hier im Falle der Mongolen, die jetzt hier gerade gezeigt werden, die können quasi ihr Dorf immer so einpacken und woanders hinbringen, also es ist wirklich so nomadenmäßig durch die Gegend laufen. Das ist eigentlich ganz cool, also ich stelle mir das so ein bisschen vor wie mit den Wikingern in Age of Mythology, dass man quasi seine dass man seine Holzfällerlage quasi immer wieder nach vorne versetzen kann und kein neues bauen muss, zum Beispiel. Von der UI sehen wir, also das User Interface ist sehr, sehr, sehr stark an die bisherigen Spiele angelehnt. Da sollte es also keine großen Überraschungen geben. Und an den Ressourcen haben wir auch schon gesehen, es gibt ganz normal die gleichen wie auch in Age of Empires 2. Eine neue Mechanik, das ist die Funktion, sich in Wäldern verstecken zu können. Was dann eben bewirkt, dass man quasi so eine Art Überfall, einen Hinterhalt quasi machen kann. Was wir auch kurz gesehen haben, dass wir so, das habe ich zumindest interpretiert, so ein Glitzern von einer einzigen Einheit, dass es wahrscheinlich auch Heldeneinheiten geben wird. Ob es jetzt pro Volk nur eine gibt oder ob man sich mehrere ausbilden kann, das war jetzt noch nicht so klar. Ich persönlich halte von solchen Mechaniken ehrlich gesagt nichts, also ich hoffe, dass sie nicht eine allzu große Rolle spielen. Hier haben wir nochmal Delhi, die auch mit Kriegselefant unterwegs sind, ist ja eine indische Fraktion. Und hier auch ein paar Belagerungsmechaniken. Da sehen wir dann auch zum Beispiel, dass man endlich, und das wünscht man sich ja quasi schon länger, auf den Mauern auch Einheiten positionieren kann. Das heißt, wir gehen hier ein bisschen realistischer, was die Schlachten angeht auch. Und ja, dieses Glitzern, was wir gerade gesehen haben, denke ich, war auch wieder irgendeine Fähigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Glitzern auf den Türmen. Was aber auch cool ist, dass man in seine Mauern die Türme quasi reinbauen kann. Also die das ganze Design ist deutlich realistischer insgesamt, auch wenn die Grafik sehr comichaft geraten ist. Und die Animationen sind auch sehr schön, das sehen wir hier.
Was wir auch allgemein, also das ist aber für mich schwer zu sagen, weil es, wie gesagt, das ist hier als Gameplay-Trailer angepriesen worden und es sind auch alles Bilder aus dem Spiel selber, aber man sieht nicht, wie jemand gerade tatsächlich spielt. Es sind einfach nur Kamerafahrten, die im Spiel stattfinden, statt dass wir jemanden sehen, wie er dieses Spiel spielt. Das hätte ich mir gewünscht für ein Gameplay. Trailer, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann, dass wir wirklich richtiges Gameplay sehen und nicht nur so quasi ein paar Ausschnitte daraus. Was ich sagen wollte, also die Städte sehen ja sehr, sehr organisiert, sehr, sehr geplant aus. Ob das organisch aus dem Gameplay hervorgehen wird oder ob das jetzt hier für die Previews, für die Trailer einfach schön gebaut wurde und das quasi wie in der Kampagne ist, so dass das quasi unrealistisch hübsch ist. Das kann ich hier sowas nicht sagen. Ich befürchte eher, dass es Letzteres ist. Also, dass wir hier quasi die Städte so designt hingebaut bekommen haben und dass es wahrscheinlich im Spiel nicht immer ganz so aussehen wird, so wie bei Age of Empires 2 auch, dass man eher seine Mauern etwas praktischer baut, als dass es irgendwie besonders hübsch aussehen soll. Aber wir sehen auch, dass sie dass sehr, sehr viele verschiedene Einheitentypen zu geben scheint. Also, sie unterscheiden sich schon stark voneinander, vor allem halt optisch. Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht ganz so viele Fraktionen geben wird wie bei Age of Empires 2 und das finde ich auch komplett okay. Dadurch unterscheiden die sich auch halt, wie gesagt, ein bisschen mehr. Wir haben auch, was wir auch erfahren haben, ist, dass die Chinesen zum Beispiel in verschiedene Dynastien wechseln können und dann ihre verschiedenen Boni quasi im Spiel verändern. Das ist auch sehr cool. Ja, das sind so meine ersten Eindrücke. Ich finde es, ich bin weder positiv noch negativ überrascht, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Also ich freue mich schon drauf, denke ich. Es wirkt sehr, sehr nah an Age of Empires 2, also es wirkt so ein bisschen wie die Age of Empires 2 Definitive Edition Part 2. Also sehr, sehr stark an dem erfolgreichsten Titel der Reihe auf jeden Fall angelehnt, ganz, ganz klar. Aber mit einigen Modernisierungen und wie sie sich dann tatsächlich im Spiel verhalten, das können wir leider immer noch nicht abschätzen. Aber das Schöne ist, und ich glaube, das kommt am Ende des Trailers, wird nicht das, ja genau, dass es im Ende des Jahres 2021 eben rauskommen soll, im Herbst. Das ist schon mal eine gute Nachricht auf jeden Fall. Und es gab aber noch ein paar andere Sachen, die in dieser Preview vorgestellt wurden. Und die zeigen wir jetzt mal kurz. Man kann nämlich auf der Website von ageofempires.com, also hier seht ihr auch die URL hier oben, also fanpreview.ageofempires.com, da kann man in so ein Preview-Areal, wo man sich ein paar Sachen von Age of Empires 4 schon mal anschauen kann. Hier gibt es auch so ein paar Minispiele, die aber alle so ein bisschen ruckelig sind. Also das Ganze ist noch nicht so 100% stabil, aber es sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Da kann man sich zum Beispiel Details zu den einzelnen Zivilisationen für Age of Empires 4 schon mal anschauen. Und da steht das zum Beispiel auch mit den Dynastien, dass eben verschiedene Boni für die Chinesen dann eben bereitstehen. Und all das, was man hier so an Informationen erhält aus diesem Bereich, lässt auf jeden Fall darauf schließen oder darauf hoffen, dass die Völker sich deutlich voneinander unterscheiden werden, sodass wir da asymmetrisches Gameplay statt wie bei Age of Empires 2 eben sehr symmetrisches Gameplay erhalten. Das hier war, glaube ich, auch irgendein Spiel. Ja, genau, die Sachen, die ich laden, das sind die Sachen, die so ein bisschen laggen. Das will ich jetzt gar nicht zeigen. Also wenn ihr das ausprobieren wollt, könnt ihr euch das natürlich auf dieser Website auch anschauen. Es gab natürlich, wie auch gesagt, zu Age of Empires 2 an sich auch noch News und Age of Empires 3 auch. Age of Empires 3, das ist jetzt natürlich nicht so das, was mich groß bewegt im Moment. Und aber bei Age of Empires 2 wurde jetzt angekündigt, dass es zwei weitere Völker geben wird oder drei. Also es gibt einfach zusätzliche Völker. Ich glaube, wenn ich mir gerade drüber nachdenke, die Zahl wurde gar nicht genannt. Es hieß nur, es wird neue Völker geben. Und das Ganze soll aus Osteuropa stammen. Also ich würde stark auf die Polen auf jeden Fall tippen. Die fehlen im Spiel auf jeden Fall. Aber es wurde nichts gezeigt und keine Details gegeben. Also es war keine richtige Preview für Age of Empires 2. Es wurde nur im Nebensatz so ein bisschen erwähnt quasi. Wir können auch eigentlich mal ganz kurz zu dem Part schneiden, in dem das gezeigt wurde. First, coming this summer, und zwar gibt es eben diese die Erweiterung, die heißt dann Dawn of the Dukes. Das ist zweiter DLC quasi für die Definitive Edition. Age of Empires 2, Definitive Edition Experience. Jetzt kommt wieder von Ende ständig hier die Qualität. Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt, aber gut. Pains and much more. We're also excited to announce that later this year, Age of Empires 2 Definitive Edition is getting co-op for the first time. Also kann in Zukunft auch offiziell einige der Kampagnen und ausgewählte Level aus den historischen Schlachten auch zweit oder zu mehreren Spielen. Wie das genau aussehen wird, ist jetzt, kann man noch nicht absehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es gibt das schon als Fanprojekt quasi. Also einige Fans haben schon mal Co-op-Versionen gemacht von einigen Levels. Wie lässt sich das jetzt gerade nicht mehr anhalten? Na doch, da haben wir es doch, von Age of Empires 3. Da gibt's, werden die Amerikaner als neues Volk eingeführt und in Zukunft soll es noch ein paar afrikanische Völker geben. Aber das Enttäuschende ist halt, dass wirklich das war alles, was wir zu diesem DLC und den neuen Features für Age of Empires 2
Definitive Edition aus dieser, aus diesem Preview-Event bekommen haben. Eben, es wird neue Völker geben aus Osteuropa und es wird diese Koop-Kampagnen geben. Also ich kann mal nochmal ganz kurz den Part einblenden. To announce our second expansion, Dawn of the Dukes, taking you to Eastern Europe in the Age of Empires 2 Definitive Edition Experience with new campaigns and much more. Also sie sagen, es wird auf jeden Fall noch neue Kampagnen geben, das habe ich natürlich auch, das haben alle natürlich dann erwartet, aber mehr Details gibt es nicht. Also wir wissen nur, das ist Osteuropa, es wird neue Völker geben, es wird neue Kampagnen geben und das war es im Prinzip auch schon. Ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, weil die so groß angekündigt hatten, dass am 10. April wirklich hier quasi die Welt neu erfunden wird in Age of Empires, dass es mehr wäre, ehrlich gesagt. Aber das Allermeiste war, wie gesagt, eher, es klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich nenne es mal Selbstbeweihräucherung. Also sie haben halt ganze gezeigt, was für tolle Arbeitgeber sie sind und was für tollen Fanservice sie betreiben. Ich möchte auch gar nicht bewerten, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass sie halt das allermeiste von diesem Preview mit solchen Sachen gefüllt haben und weniger tatsächlich auf die Spiele eingegangen sind. Das fand ich ein bisschen schade. Könnt ihr natürlich selber noch ein Bild machen, ob ihr auch den gleichen Eindruck habt oder nicht. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt endlich mal was zu Age of Empires 4 gesehen. Man kann sicherlich sich drauf freuen. Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, werde es mir auf jeden Fall auch holen. Aber es ist nicht so, dass ich denke, oh, das wird das Spiel des Jahres. Also es gibt Spiele, auf die ich mich deutlich mehr freue als auf die auf das neue Age of Empires 4. Aber schauen wir erstmal, wie es wird. Ich will nicht negativer sein, als ich sein muss. Das war ich das letzte Mal, als ich so ein News-Video gemacht habe, auch schon. Das wollen wir nicht nochmal machen. Ich würde mich eher interessieren, was ihr davon haltet und ob ihr auch die gleichen Eindrücke habt, ob ihr euch darauf freut, was ihr von einem osteuropäischen DLC haltet. Also ich würde darauf wetten, dass wir auf jeden Fall die Polen endlich bekommen. Aber wen könnten wir noch bekommen? Das wäre auch noch eine Diskussionsfrage. Wahrscheinlich noch was vom Baltikum. Ja. Schauen wir einfach mal. Also, schreibt mir, was ihr denkt und bis zum nächsten Mal.